Guten Tag. Bereits seit 1959 findet der Vorlesewettbewerb statt. Er wird veranstaltet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das heißt, in diesem Jahr findet dieser tolle Vorlesewettbewerb bereits zum 62. Mal statt. Ich freue mich, dass auch wir hier im Kreis Wesel wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. Fünf Schulsiegerinnen sind nun aus dem Bereich Kreis Wesel Nord angetreten, um in die nächste Runde zu kommen. Wer hat mitgemacht? Vorgelesen haben Julie Weingärtner, Amelie Nackert, Kira Tschaikowski, Marie Herrenkind und Marion Heinz. Julie Weingärtner kommt vom Konrad-Duden-Gymnasium. Amelie Nackert war die Schulsiegerin des Andreas-Vesalius-Gymnasiums. Kira Tschaikowski kommt von der Städtischen Gesamtschule am Lauerhaas, Marie Herrenkind von der Städtischen Gesamtschule Hamminkeln und Marion Heinz von der Gesamtschule Schermbeck. Es hat Spaß gemacht, zu schauen, was ihr vorgelesen habt und vor allen Dingen auch, wie ihr vorgelesen habt. Aber wie das eben in einem Wettbewerb ist, gewinnen kann nur eine. Wer ist die Siegerin des Vorlesewettbewerbs? Ich freue mich, dass die Jury sich dafür ausgesprochen hat, dass Marie Herrenkind die Gewinnerin ist. Herzlichen Glückwunsch, liebe Marie. Einen herzlichen Glückwunsch aber auch an alle anderen Teilnehmerinnen. Ihr habt das super gemacht und ihr bekommt als Prämie für euer Mitmachen ein Buch. Alles Gute und nun geht es weiter für Marie Herrenkind. Es geht in die nächste Runde. Es geht um die Entscheidung auf Bezirksebene.